Mein Name ist Anja Hesseler. Ich habe vor 20 Jahren in der Bankenbranche angefangen, bin seit 10 Jahren bei der Bethmann Bank in verschiedenen Stationen, leite heute das Team Vermögensverwaltung, habe also eine große Affinität zu Anlageideen und zur Börse. Meine weitere Leidenschaft, und deswegen sitzen wir auch heute hier, ist Diversity. Diversity ist natürlich ein sehr breites Feld, bedeutet ja einfach nur übersetzt Vielfalt. Kommt natürlich ganz ursprünglich jetzt aus dem Gedanken, dass die Gesellschaft sich verändert. Gucken wir uns die Globalisierung an. Die Gesellschaft ist deutlich bunter geworden in jede Richtung. Gucken wir uns den Arbeitsmarkt an. Viele verschiedene neue Arbeitskräfte sind auf dem Markt, sei es kultureller Hintergrund, sei es durch das Geschlecht. Dadurch verändern sich auch Bedürfnisse von Kunden und Kundinnen. Und dadurch sind auch Unternehmen gezwungen, aber wollen natürlich auch auf neue Kundenbedürfnisse reagieren. Es macht mich sehr stolz und es gibt mir viel Energie, mich damit zu beschäftigen und zu überlegen, was können wir tun, wie können wir unsere Haltung verändern, welche Maßnahmen können wir implementieren, da mich einzubringen mit auch meinem Team, dem Diversity Circle und auch dem Women on the Move Netzwerk. Das ist das Frauennetzwerk der Bethmann Bank und ABN AMRO. Ja, Diversity kann man aus verschiedenen Perspektiven eben betrachten. Einmal sehen wir die Kundenperspektive. Die Gesellschaft hat sich verändert und deswegen auch die Bedürfnisse der Kunden haben sich verändert. Und als Bethmann Bank wollen wir natürlich darauf reagieren und auch für verschiedene Kundengruppen und verschiedene neue Kundengruppen auch entsprechende Services und Produkte liefern. Das Zweite, was wir haben, ist die Unternehmensperspektive. Ja, wir wollen alles für den Kunden oder auf den Kunden ausrichten, aber auch in uns selber merken wir, dass wir effizienter werden. Wir sehen gemischte Teams, haben andere Ideen, bringen andere Ansätze mit und sind am Ende ein Stück weit innovativer. Die dritte Perspektive ist die Regulatorik, ist in aller Munde, insbesondere in der Finanzbranche, die Nachhaltigkeitsrichtlinie. In der Nachhaltigkeitsrichtlinie geht es ja auch darum, dass wir Unternehmen anders bewerten, als wir es vorher getan haben. Wir gehen hin und gucken, auch unter anderem Diversity, ist das Unternehmen divers genug? Müssen uns aber auch selbst fragen, sind wir auch divers genug und erfüllen wir uns auch nach der Nachhaltigkeitsrichtlinie die Kriterien, die wir an anderen Unternehmen auch anwenden? Wir haben uns vor längerer Zeit schon überlegt, im Vorstand, wie wollen wir überhaupt bunter, diverser an der Stelle werden? Und die Idee war zu sagen, lass uns KPIs definieren und zu sagen, was ist eigentlich unser Ziel? Erstens, was ist unsere Fokusgruppe? Und zweitens, welcher Vorstand kann realistisch welches Ziel erreichen? Wir haben uns als Bethmann Bank um das Thema Frauen, also Gender Diversity, konzentriert. Und gleichermaßen wollen wir den Fokus legen auf junge Menschen. Und für uns ist es wichtig, auch junge Menschen eine Perspektive in der Bank zu geben, um auch frischen Wind entsprechend hier bei uns reinzubringen und auch Wissen auch mal transferieren, um natürlich auch unsere Bethmann Bank fortbestehen zu sichern sozusagen, aber auch um uns neu zu erfinden und innovativer zu werden. Und ich sehe schon auch, dass wir in den letzten Jahren tolle Erfolge erzielt haben in Gender Diversity, dass wir gesagt haben, wir haben viele Kolleginnen, die einen tollen Weg in der Bethmann Bank bestritten haben. Gleichwohl finden wir auch immer wieder sehr interessante Trainees, Frauen wie Männer, die bei uns anfangen und die auch viel Perspektive uns in die Bethmann Bank bringen. Es geht sehr vorrangig darum, eben Chancengleichheit herzustellen. Und ich werde oft gefragt, wann machst du endlich mal was für Männer? Ich gebe ein Beispiel, die Niederlassungsleitersitzung ist sehr dominant männlich. Und das ist etwas, wo wir einfach sagen wollen, wir müssen daran arbeiten, die Dinge gleicher zu machen. Es geht nicht darum, andere jetzt zu benachteiligen, aber es geht darum, die Benachteiligten ein Stück weit nach vorne zu bringen und ihnen auch zu ermöglichen, gleiche Wege zu gehen. Die Bethmann Bank ist in den Diversity-Initiativen in zwei Circles organisiert. Der eine Circle ist der klassische Diversity-Circle. Da kümmern wir uns darum, genau diese beiden Fokusgruppen, junge Menschen und Frauen, zu bespielen. Also wir schauen, haben wir genug Maßnahmen, wie können wir die Kolleginnen und auch die jungen Kollegen und Kolleginnen erreichen.
und überlegen uns sehr gezielt, was wollen wir tun. Dann gibt es Women on the Move. Women on the Move ist eigentlich eine Initiative der ABN AMRO. In die sind wir eingebettet, ist das Frauennetzwerk. Aus der Erfahrung ist es so, das Netzwerk der Männer ist teilweise stärker als das der Frauen. Und das Netzwerk dient sehr stark dazu, dass wir Netzwerke bilden, dass wir gegenseitig uns unterstützen, dass wir uns kennenlernen, dass wir wissen, wen sprechen wir an. Und wir bringen eben Frauen auf diversen Events oder durch verschiedene Themen eben zusammen, wo sie sich austauschen, besser kennenlernen und auch Vertrauen zueinander finden. Echt nachhaltig privat ist der Slogan der Bethmann Bank. Echt im Sinne von, wir sind authentisch, nachhaltig im Sinne, ergibt sich von selbst, Diversity ist Teil einer nachhaltigeren Welt. Privat im Sinne, wir identifizieren uns, jeder eigene Mitarbeiter identifiziert sich damit. Und am Ende haben wir unseren eigenen Claim gestaltet, der eben auf diesem Claim aufbaut, echt verschieben tolerant. Das wollen wir sein in der Bethmann Bank, echt authentisch, verschieden, wir wollen bunt sein und tolerant ist, jeder ist willkommen. Das ist unsere Übersetzung in der Diversity-Strategie für echt nachhaltig privat.